Und weiter geht's mit Waldes und The Earth Dragon. Ja, ich glaube, wir werden in diesem Leben keine besten Freunde mehr. Aber was soll's? Ich merke gerade, dass das wahrscheinlich der falsche Speicherstand ist. Es müsste doch eigentlich Auto-Level sein, oder? Okay, dann machen wir einfach hier weiter. Ja. Wir müssen noch die restlichen Monster entfernen. Von der Explosion der Stadt. Jetzt erzählt mir der Teppichmann, dass wir eine neue Stadt errichten müssen. Diese Stadt. Warum ruckelt es schon wieder so? Das wissen wir schon. Also konzentrieren wir uns erstmal hierauf. Ich glaube, ich werde diesmal eine andere Strategie anwenden. Da die letzte nicht ansatzweise gefruchtet hat. Aua. Autsch. Ich denke, ich werde noch keine Stadt errichten. Und werde warten, bis ich, ja, einen Großteil eigentlich der Brutstätten vernichtet habe. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Ruhe. Wenn ich nämlich eine Brutstätte errichte, wird der Großteil der wilden Monster natürlich ihr Übriges tun, um zu verhindern, dass ich diese Stadt errichte. So, die Teppichmänner, sofern hier welche sind, muss ich unbedingt loswerden. Die klauen mir nämlich die Energie, die brauche ich später selbst. Und Stufe 5 sollte eigentlich machbar sein, das haben wir hier. Einen Menschling! Stirb, du schwächliche Kreatur! Stirb! Spazieren gehen wollt ihr? Es wird in einem Blutbad enden. Wieso weichst du meinen Säureprojektilen aus? Komm her, Menschling! Was soll das eigentlich? Hör auf, mich anzukotzen mit deiner Feuerrotze. Lass das. Oh, bin schon wieder eine Stufe aufgestiegen. Das ist ja lustig. Ja. Ach ja, das war ja das. Mana-Kraft erstmal hoch. Auf 90. Flugtempo kann man auch mal erhöhen. Den Rest sparen wir uns. Hier ist eine Brutstätte neu aufgetaucht. Hier wahrscheinlich nirgendwo mehr. Ja, das Wichtigste, wie gesagt, die Flugmonster. Beim letzten Versuch, die Stadt zu errichten, ging das ja mal gar nicht. Also das war... Scheiße war das. Anders kann man das nicht sagen. Das wird auch nicht beschönigt. Es war einfach schlecht. Aber gut, diese Flugviecher sind auch stark. Das muss man dann... Autsch. Auch einsehen. Und unser Drache hat die blöde Angewohnheit, Scheiße zu machen. Heilen wir uns einfach mal. So, wo ist jetzt das Gnu-Vieh hier? Los! Nimm ihn doch! Nimm ihn! Oh Gott. Danke. Ich werde jetzt verstärkt darauf achten, nicht mehr hungrig in einen Kampf zu gehen. Denn was das bringt, ja, das hat mir die Vergangenheit gezeigt. Verlierer, Gewinner! Oh Gott. Richtig, das hatten wir ja schon alles.
Was haben wir hier noch? Wow, also das Gebiet scheint auch recht groß zu sein. Es ist sogar verdammt groß. Meuchel... Ups. Meuchelschwinge. Dann einmal diesen Stern. Los, stirbt ihr Elefantenviecher. Irgendwie machen die alle solche Geräusche. Das ist irgendwie irritierend. Ein wenig. Ein bisschen mehr Abwechslung hätten die Entwickler da schon reinbringen können. So eine animale Geräuschkulisse ist doch etwas Feines, regt den Spieler an. Nein, und ich habe damit gerade keine perversen Neigungen freigelegt. Das sollt ihr gar nicht denken. Löscht das, das habt ihr nie gehört. So. Aua. Autsch. Ja, das fängt eigentlich schon wieder so an. Wie bei der Stadt. Gott. Jetzt muss ich vorsichtig sein, jetzt muss ich vorsichtig sein, jetzt muss ich vorsichtig sein. Vorsichtig sein. Regeneriere dich. Los, 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 los. Ich habe keinen Bock, jetzt hier zu sterben. So viel, wie ich schon erreicht habe. Was haben wir denn da unten? Achso, ich dachte, das wäre wieder so ein... Wie heißt es hier? So ein Meteor. Wie in einem der ersten Level. Da konnten wir so einen Meteor zerstören und haben einen extra Artefakt sozusagen bekommen. Hätte ja sein können, dass sowas nochmal vorkommt. Aber das Spiel mag uns einfach nicht. Und denkt sich, Power-Ups, was will der damit? Kriegt er nicht. Aus und vorbei. Oh, no, 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 no. Oha, wir können ja nicht nach unten gehen. Das ist ärgerlich. Ja, das klingt wie im belebtesten Zoo hier. Machen wir erstmal diesen Stern hier hin. Hier irgendwo. Direkt neben die Brutstätte. Meuchelschwinge will ich auch noch. Ah! Echt schwere Angelegenheit, man darf es nicht unterschätzen. Oh mein Gott. Ich cut mal eben das Video.